Dank der unvergleichlichen Präzision des Gaia-Weltraumobservatoriums der Europäischen Weltraumorganisation ESA haben die Astronomen des wissenschaftlichen Gaia-Konsortiums ein außergewöhnliches Sternensystem im Sternbild Adler entdeckt. Dieses einzigartige System befindet sich in einer Entfernung von 590 Parsec, was einer Entfernung von fast 2000 Lichtjahren entspricht. Die Gaia-Teleskope sahen zunächst nur einen einzigen alten Riesenstern an dieser speziellen Position am Himmel. Während der Validierung der ersten 5,5 Jahre der Gaia-Beobachtungen ist eine bemerkenswerte Entdeckung gelungen. Die Bewegung des scheinbar alleinstehenden Sterns weicht erheblich von der für einen einzelnen Stern erwarteten ab, was auf die Anwesenheit eines massereichen, unsichtbaren Begleiters hindeutet, dessen Masse fast 50 Mal größer ist als die des ursprünglichen, von Gaia beobachteten Sterns. Die einzige plausible Erklärung für den Begleiter ist ein schwarzes Loch, das durch den Kollaps eines massereichen Sterns vor Milliarden von Jahren entstanden ist. Mit seiner außergewöhnlichen Masse, die 33 Mal so groß ist wie die der Sonne, ist es das massereichste schwarze Loch stellaren Ursprungs, das bisher in unserer Galaxie entdeckt wurde. Bisher wurden solche massereichen schwarzen Löcher nur in weit entfernten Galaxien mit Hilfe von Gravitationswellenteleskopen beobachtet. Der Stern und das schwarze Loch umkreisen ihr gemeinsames Massenzentrum, das mit einem grünen Kreuz markiert ist. Dieses System, Gaia-BH3 genannt, ist schon das dritte Doppelsternsystem mit einem schwarzen Loch, das von Gaia entdeckt wurde, aber seine extrem hohe Masse und die große Umlaufbahn machen dieses System einzigartig. Der Riesenstern umkreist das schwarze Loch etwa alle 11,6 Jahre. Bei ihrem größten Abstand sind sie fast 29 astronomische Einheiten voneinander entfernt, was etwa dem Abstand zwischen der Sonne und dem Neptun entspricht. Bei ihrer geringsten Annäherung beträgt der Abstand 4,5 astronomische Einheiten, also knapp der Abstand zwischen Sonne und Jupiter. Die Größe der Umlaufbahn des schwarzen Lochs entspricht in etwa der des Planeten Merkur um die Sonne. Ein weiteres interessantes Merkmal des Riesensterns ist seine chemische Zusammensetzung, die durch einen Mangel an Elementen charakterisiert ist, die schwerer als Wasserstoff und Helium sind. Das deutet darauf hin, dass der Vorgängerstern dieses massereichen Begleiters eines schwarzen Lochs ebenfalls einen Mangel an schweren Elementen aufwies. Bestimmte Modelle der Sternentwicklung legen nahe, dass die durch Gravitationswellen entdeckten massereichen schwarzen Löcher durch den Kollaps massereicher Sterne mit einem Mangel an schweren Elementen entstanden sind. Die Identifizierung von Gaia-BH3 stellt die erste Bestätigung dieser theoretischen Ansätze durch Beobachtungen dar. Zoomen wir nun heraus und betrachten unsere gesamte Milchstraße. Das System Gaia-BH3 besitzt eine weitere einzigartige Eigenschaft. Obwohl es sich derzeit sehr nahe der Ebene unserer Milchstraße befindet, gehört es zum galaktischen Halo und folgt einer retrograden galaktischen Umlaufbahn, das heißt, es bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung im Vergleich zu den meisten Sternen in der Milchstraße, einschließlich unserer Sonne, die innerhalb der galaktischen Ebene kreisen. Außerdem gehört es zu einer Gruppe von Sternen im galaktischen Halo, die vermutlich vor mehr als 8 Milliarden Jahren von unserer eigenen Galaxie aufgesogen wurde. Weitere Entdeckungen ähnlicher Doppelsternsysteme mit einem schwarzen Loch werden mit dem kommenden Gaia Data Release 4 erwartet.